Das Pfeifen ist Musik in ihren Ohren und der Geruch betört ihre Sinne. Zum Chemnitzer Heizhausfest fotografieren und filmen gut 9000 Eisenbahnfreunde, bis die Auslöser glühen. Eine Dampflok, das lebt alles, das ist aktiv. Wir Eisenbahner sagen nicht umsonst, eine Lok hat eine eigene Seele. Raritäten fahren hier wie diese mächtige Dampflok. Die schnellste, die noch rollt. Stolze 180 km/h Spitze. 18er, wie Sie jetzt neben uns stehen, ist schön. Die 50er, 35er, also auch 23er genannt. Ein Augenschmaus sind alle 40 historischen Dampf-, Diesel- und Elektroloks. Allerdings sind diese auch häufig kaputt. Mit zwei intakten Lokschuppen gibt es im Chemnitzer Eisenbahnmuseum Platz und die richtigen Männer für kleinere Wehwehchen. Ist mal ein Rohr kaputt, es muss geschweißt werden, ist mal Treiblager, dass man nachgestellt werden muss. Das macht Spaß, mal richtig reingreifen in das Öl. Bin aufpassen, dass kein Finger dazwischen kommt. Eine Dampflok am Leben zu erhalten, dafür greifen die Vereine tief in ihre Taschen. Vor jeder TÜV-Abnahme muss die Lok komplett zerlegt werden. Ich bin selbst durch meinen Verein Besitzer so einer Dampflokomotive, die zurzeit auf das Geld wartet, um aufgearbeitet zu werden. Aber bevor ich nicht irgendwo 600.000 Euro sehe, wage ich so eine Lokomotive nicht ins Werk zu geben. Schnauft dann aber die Dampflok im Duett mit einer Diesellok, ist das ein Moment zum Niederknien. Wir machen Video, Bilder, Tonaufnahmen und die tun wir auch zu Hause ins Archiv rein. Und dann? Wir schauen uns immer wieder an. In guter Erinnerung an eine Nase voll Dampf.